Ja, einen Abend zusammen nochmal. Ich bin der Daniel, ich bin Astrophysiker und ich bin gerne high. Aber bevor ihr jetzt das Falsche denkt, ich meine natürlich, so als Astrophysiker, Astronom, gehen wir gerne hoch auf die Berge, wo wir unsere Teleskope, unsere Observatorien hinbauen. In dem Beispiel hier seht ihr mich in Hawaii und Chile, zwei der größten, besten Teleskope der Welt. Das sind also die hässlichen Orte, an die wir immer fahren müssen, um unseren Job zu machen. Und wenn wir so richtig, richtig high sein wollen oder high sind mit unseren Beobachtungen, dann bauen wir Teleskope, die wir ins Weltall schicken. In dem Beispiel zum Beispiel hier das Cheops-Teleskop oder das James Webb Space Teleskop. Habe ich auch direkt nochmal Bilder von mir mitgebracht, weil ich so super aussehe und auch eine tolle Skala bin. Sieht man hier einmal das Cheops-Teleskop, das bauen wir bei uns in Bern an der Universität. Das ist hier im Rheinraum bei mir unterm Büro im Keller. Seht ihr diesen kleinen 30 cm großen Spiegel? Und dann hier seht ihr das 6,5 Meter große James Webb Space Teleskop, das nächste sogenannte Generationenteleskop der NASA, der Nachfolger des Hubble Space Teleskop, das vielleicht einige kennen. Sollte eigentlich vor 2 Jahren schon ins Weltall geschossen werden, wurde dann auf dieses Jahr verschoben, dann vor 4 Wochen nochmal auf 2020 verschoben. Also ist so ein bisschen wie der Berliner Flughafen der NASA. Dann stellt sich ja die Frage, ja, warum müsst ihr immer so hoch hinaus? Oder wie meine Mutter früher gefragt hat, müsst ihr wirklich immer high sein? Und die Antwort ist, oder man denkt erstmal so, ja, dann ist man irgendwie höher und näher an den Sternen, aber das hilft nicht wirklich. Wenn irgendwas Milliarden Lichtjahre weg ist, hilft es echt nicht, wenn er so ein paar Kilometer näher rangeht. Das eigentliche Problem ist unsere Erdatmosphäre. Ihr könnt euch vorstellen, so ein Lichtteilchen fliegt für Tausende, Hunderte Jahre durchs Vakuum ohne irgendwelche Störungen, super Cruise Mode. Dann stößt irgendwann auf unsere Atmosphäre und wird abgelenkt, reflektiert, von den Luftmolekülen hin und her gewirbelt. Und das wollen wir natürlich verhindern. Wir wollen das Licht möglichst oben abfangen, bevor es der Atmosphäre ausgesetzt ist. Und in manchen Wellenlängen, in manchen Lichtformen ist es sogar noch schlimmer. Ihr kennt das alle vom UV-Licht. Das wird, wie ihr alle wisst, hoffentlich in der Ozonschicht aufgehalten. Deswegen könnt ihr an den Strand gehen und länger als 5 Minuten da liegen, bevor ihr rosa werdet. Andere Wellenlängen, wie das optische Licht oder das Radio, geht tatsächlich bis auf den Boden. Deswegen funktionieren unsere Augen im optischen, unsere Handys im Radio. Und dann gibt es andere Wellenlängen, wie zum Beispiel das Infrarote. Das dringt ungefähr so tief in die Atmosphäre ein, bis zu der Höhe, wo normale Flugzeuge fliegen. Und jetzt denkt ihr, ja, da haben sie jetzt das Flugzeug in diesen Plot eingetragen, damit man so ein Gefühl hat für die Höhe, wo das Licht hingeht. Keiner baut natürlich ein Teleskop in ein Flugzeug ein. Ja, falsch gedacht. Es gibt tatsächlich ein Teleskop in einem Flugzeug. Nennt sich SOFIA, das Stratosphärenobservatorium für Infrarotastronomie. Und weil es eine Zusammenarbeit zwischen dem DLR, der deutschen Space Agency und NASA ist, funktioniert das Akronym auch auf Englisch. Da seht ihr hier ist so eine gepimpte 747, ein bisschen umgebaut. Und als ich ein Student in Köln war, habe ich das erste Mal ein Poster von SOFIA gesehen, weil damals ein Instrument für SOFIA in Köln gebaut wurde. Und damals war mein großer Traum, mal so ein Instrument zu bauen, vielleicht mal so eine Schraube an dem Spiegel da festzuziehen, der da hinter der Garagentür gleich aufpoppt. Und da war mein großer Traum, mal so ein Teil zu bauen, was tatsächlich auf SOFIA fliegt. Heute stehe ich hier und kann sogar erzählen, dass ich selber, nicht nur meine Schraube, sondern ich selber auf SOFIA geflogen bin. Hier seht ihr mich im Oktober letzten Jahres noch im Cockpit sitzen. Hier fliegen wir gerade über den Mars. Ja, aufgepasst ist natürlich der Grand Canyon. Ja, so sieht es aus, wenn wir da unsere Beobachtung machen, also wie im normalen Observatorium, halt alles nur in einem Flugzeug. Und im Rest von meinem Slam werde ich euch dann so erzählen, was ich denn da so beobachtet habe, aber vorher auch nochmal kurz ein Bild von mir, wie ihr schon gewöhnt seid, ich mit dem Teleskop, damit ihr auch versteht, dass SOFIA ungefähr die Größe vom Flugzeug hat. Okay, also das haben wir jetzt hoffentlich so halbwegs verstanden, warum die Astronomen alle immer high sein wollen. Was ist denn jetzt mit den Aliens, die ich euch im Titel versprochen habe. Wenn ich von Aliens rede oder von Alien Worlds, außerirdischen Welten, dann meine ich sogenannte Exoplaneten. Extrasolare Planeten, Planeten, die wir um andere Sonnen als unsere Sonne, um andere Sterne finden. Und im Moment kennen wir so ungefähr 4000 von denen. Bei ein paar von den Entdeckungen war ich auch beteiligt. Und das ist halt so State of the Art, eine der neuesten, größten, wachsenden Themen in der Astrophysik heutzutage. Jetzt denkt man ja, 3700, 4000 Planeten, das ist ja bestimmt ganz einfach, so viele zu finden, ist aber echt schwer. Als Beispiel habe ich dann mal hier so ein Video mitgebracht,
Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wenn ihr das nicht sehen könnt, weiß das eigentlich, was ich zeigen will. Ihr seht hier vielleicht diesen kleinen schwarzen Punkt, der über den Bildschirm rennt. Das ist der Planet Merkur, wie er zwischen uns und der Sonne vorbeifliegt. Und das sind echte Daten vom Sonnenobservatorium der NASA genommen. Und da könnt ihr schon erkennen, wie schwer das für uns ist. Wir suchen nach diesen kleinen schwarzen Punkten neben diesen riesigen glühenden Bällen. Manche haben dann auch tatsächlich noch so Fackeln, die noch größer sind als der Planet selber. Das ist die Challenge, das ist die Herausforderung, die wir haben, wenn wir nach diesen Exoplaneten suchen. Dieses Video illustriert aber nicht nur die Herausforderung, die wir haben. Das illustriert auch eine von den Lösungen. Denn manchmal haben wir Glück. Und nicht nur der Merkur zieht zwischen uns in der Sonne her, wir sehen auch andere Planeten, wie die zwischen uns und ihren Sonnen, ihren Sternen vorbeiziehen. Und wenn wir dann die Helligkeit von dem Planeten, von dem Stern messen, sehen wir jedes Mal, wenn der Planet zwischen uns und dem Stern vorbeigeht, wie die Helligkeit von dem Stern ein wenig runtergeht. Und jedes Mal, wenn der Planet wieder zwischen uns vorbeizieht, geht das Licht vom Stern ein wenig runter. Und an diesen wiederkehrenden Dips, fast so wie so ein Herzschlag von dem Sternlicht, können wir herausfinden, dass da Planeten gibt. Dann kann man auch zum Beispiel aus der Tiefe von diesen Transits auf die Größe schließen, kann man sich vorstellen, ein größerer Planet macht einen tieferen Transit, ein kleiner Planet macht einen etwas weniger tiefen Transit. So finden wir Planeten und charakterisieren auch Planeten. Und das sind genau die Beobachtungen, die ich mache. In meiner Doktorarbeit habe ich dann beschrieben, dieses Experiment auch mit SOFIA durchzuführen, also diese Transitbeobachtung tatsächlich von SOFIA aus zu machen. Habe mir dann ein Team zusammengestellt, das sieht man hier, mich ganz links, der Einzige, der happy war, der Rest war irgendwie nur so genervt, dass sie für mich arbeiten mussten. Dann haben wir auch endlich am 1. Oktober 2013, die Amerikaner im Raum können sich vielleicht an das Datum erinnern, da war nämlich ein Government Shutdown, da können wir gleich beim Bier uns nochmal drüber unterhalten. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, wir haben den Government Shutdown gerade so vermieden in der Nacht und tatsächlich unsere Daten gekriegt und das hier ist die erste Lichtkurve, der erste extrasolare Planetentransit, der von einem Flugzeug aus beobachtet wurde. Und die Details könnt ihr hier nachlesen, habe ich drei Papers zugeschrieben für die Experten. Für die, die es nur kurz haben wollen, als Tweet würde das sowas heißen wie: Ich habe die Nacht auf einem NASA-Flugzeug verbracht, eine Alien World verfolgt und was habt ihr so getrieben? Okay, so um das Ganze mal so zum Abschluss in den Kontext zu setzen, was haben wir denn jetzt gelernt? Hast du jetzt da irgendwie Aliens gefunden mit deinem Flugzeug dahin oder so? Wenn wir alle Ergebnisse, so die 4000 Planeten, die wir kennen und auch so die Beobachtung, die ich und andere, ganz viele andere gemacht haben, zusammentun, ist eine von den coolsten Sachen, die ich finde, die wir herausgefunden haben, dass 10-20% der Sterne in unserer Nachbarschaft Planeten haben, die so ähnlich sind wie die Erde, gleiche Größe haben, gleiche Temperatur. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal high seid oder wenn ihr hoch in die Berge geht, euch die Sterne anguckt, zählt mal bis 10. Zählt die Sterne bis 10, bei jedem 10. Stern ist ein Planet, der unter Umständen Leben haben könnte. Und mit der nächsten Generation von Teleskopen, dem James-Webb-Teleskop, was ich vorhin erzählt habe, und den Teleskopen, die danach kommen, haben wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit tatsächlich die Chance, Leben im All zu entdecken. Diese Planeten noch weiter zu charakterisieren, rauszufinden, ob die mehr so Venusse sind, mehr so kalte, trockene Marsplaneten oder tatsächlich so lebensfreundliche Planeten wie unsere Erde. Also wir sind tatsächlich die erste Generation in der Geschichte der Menschheit, die in den nächsten 10, und da bin ich mir ganz sicher, 10 bis 20 Jahren Leben im All finden wird. Die Sache ist aber, und damit will ich abschließen, selbst wenn wir 5000 neue Erden finden und die alle genauso sind wie unsere, sind die erstmal super weit weg. Das heißt, wir können da nicht einfach hinwegziehen. Diese Erde ist, um mit Carl Sagan zu sprechen, unser einziges Zuhause, den einzigen Planeten, den wir haben. Und deswegen müssen wir nicht nur darauf aufpassen, dass der so bleibt, sondern wahrscheinlich auch zusammen ein bisschen aufräumen hier, weil das ist der einzige Planet, den wir kennen, auf dem man high sein kann. Danke. Applaus